Stay with me if you wanna. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie ihr am Text schon sehen konntet, stelle ich euch heute wieder ein Riese und Möller E-Bike vor. Dieses ist ein ganz besonderes E-Bike, was bestimmt für viele Firmen und Familien, aber auch für alle, die etwas mehr transportieren wollen, interessant sein könnte. Aber seht selbst, hier ist das Riese und Möller Multicharger City. Man erkennt gleich, dass dieses Rad etwas anders aussieht als die anderen E-Bikes. Besonders die beiden Gepäckträger stechen ins Auge. Und das hat seinen Grund. Auf dem hinteren Gepäckträger kann man Lasten mit einem Gewicht von bis zu 60 Kilo transportieren. Ja, richtig gehört, 60 Kilo. Dadurch entstehen ganz neue Möglichkeiten. Zum Beispiel wie hier mit Transportboxen vorne und hinten und zusätzlichen Einzeltaschen an den Seiten. Oder durch die Option Passagierkit, die aus Haltegriff, Fußrasten und einer Polsterauflage bestehen. So kann man Kinder oder eben Personen bis 60 Kilo Körpergewicht transportieren. Der vordere Gepäckträger ist für Lasten bis 5 Kilo gedacht. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 160 Kilo. Das Rad selbst wiegt 29,2 Kilo. Das Multicharger gibt es mit einem Mixerrahmen und mit dem üblichen Chargerrahmen. Es stehen die Farben Utility Grey und Pearl White zur Auswahl. Das Multicharger City wird von einem Bosch ActiveLine Plus Motor angetrieben. Der 500 Wattstunden Akku ist voll im Rahmen integriert. Ein zweiter 500 Wattstunden Akku kann auf Wunsch gleich mitbestellt werden. Beim Mixed-Rahmen ist das allerdings nicht möglich. Geschaltet wird mit einer Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung mit Freilauf. Das Multicharger ist übrigens die einzige Variante mit einem ActiveLine Plus Motor und einer 8-Gang-Nabenschaltung. Bei allen anderen Varianten sind Performance CX-Motoren verbaut. Nur die High-Speed-Modelle haben natürlich den Performance Line Speed-Motor. Als Display kommt hier das kleine Purion-Display zum Einsatz. Dadurch ist am Lenker mehr Platz für anderes Zubehör, wie zum Beispiel Lenkertasche oder Smartphone-Halterung. Das Multicharger City ist mit einer Suntour XCR32 Federgabel ausgerüstet. Sie ist einstellbar und blockierbar. Diese Gabel hat sich auch schon bei einigen Charger- und Nevo-Modellen bewährt. Und auch im Multicharger macht sie einen guten Job. Die Sattelstütze ist ungefedert und der Sattel straff. Wer doch lieber etwas mehr Komfort haben möchte, kann natürlich eine gefederte Sattelstütze und auch einen anderen Sattel nachrüsten. Alle Multicharger-Modelle werden mit Magura MT4 Scheibenbremsen ausgestattet. Diese Bremse kommt natürlich auch mit einem beladenen Rad gut zurecht. Die sehr stabilen 26 Zoll Laufräder sind mit 55 mm breiten Schwalbe Big Ben Plus Reifen bestückt. Dieser Reifen hat eine 3 mm starke Pannenschutzanlage unter der Lauffläche und eine verstärkte Seitenwand. Dadurch wird der Reifen von Schwalbe in Pannenschutz Level 6 eingestuft. Level 7 ist zum Beispiel der beste Pannenschutz. Wie von Riese und Müller gewohnt, wird auch eine hochwertige Lichtanlage verbaut. Der Supernova E3 E-Bike LED-Scheinwerfer hat 205 Lumen Leuchtstärke und wird mit einem speziellen Halter am Lenker montiert. Am Gepäckträger ist ein Busch und Müller C2 LED-Rücklicht verbaut. Damit auch ein beladenes Multicharger sicher steht, wurde ein Ursus Jumbo Zweibeinständer montiert. Dieser Ständer hat eine sehr breite Standfläche und kann bis 80 Kilo belastet werden.
Als Kettenschutz wurde die offene Variante des Heavy Chain Gliders verbaut. Serienmäßig ist das Rad mit einem Arbus-Rahmenschloss ausgestattet. Um es noch besser zu sichern, gibt es passende Einsteckketten und Kabel, die man über eine Buchse mit dem Rahmenschloss verbinden kann. Der Lenkerbügel ist übrigens ziemlich gerade und der Lenkervorbau ist nicht verstellbar. Ich konnte noch ganz gut damit fahren, aber für mich hätte ich wohl einen etwas höheren Vorbau und einen etwas mehr nach hinten gekröpften Lenkerbügel montiert. Auch eine gefederte Sattelstütze hätte ich nachträglich eingebaut. Auf Kundenwunsch habe ich auch den Gepäckträger mit zusätzlichem Zubehör ausgestattet. Damit man große Körbe und Boxen leicht aufbauen und wieder abnehmen kann, habe ich eine MIK-Adapterplatte montiert. Und damit man zusätzlich auch noch Seitentaschen einhängen kann, habe ich Packtaschenstreben an den Gepäckträgerrohren befestigt. Der vordere Korb ist fest montiert. So ist das Rad sehr flexibel einsetzbar. Im Modelljahr 2020 fällt die City-Variante leider weg. Dafür gibt es aber ein neues Topmodell. Und das wird das Multicharger GT Roloff mit der elektronischen E14-Gangschaltung sein. Wie 2019 wird es 2020 aber auch ein Multicharger GT Touring mit 11-Gang Diore XT-Kettenschaltung geben und ein Multicharger GT Lite mit der 10-Gang Diore-Schaltung. Ebenso wird natürlich auch das Multicharger GT Vario mit der stufenlosen Enviolo 380 Schaltung angeboten. Bei den beiden Modellen mit Nabenschaltung wird auch der Gates CDX Zahnriemen verbaut. Der Gepäckträger wird bei den 2020er Modellen sogar mit einer Belastbarkeit von 65 Kilo angegeben. Das Multicharger City mit der 8-Gang Nabenschaltung kostet 3.799 Euro. Die Preise für die anderen Multicharger-Modelle findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, wir sind schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao.